Oh, ich sehe gerade neues Video von Sascha. Monte sagt, das gibt einen Strike, aber ich will keinen Urlaub. Gut, dann gehen wir rein, Freunde. Lehnt euch zurück und genießt. Nikolas. Nikolas, 20, Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Sitzt der? Ach du Scheiße, heute ist endlich wieder soweit. Heute hatten wir Luca mal wieder Instagram-Rapper zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was unsere Newcomer deutschrap-technisch so am Start haben. Buba, Buba. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Let's go. Yeah. Brenne für mein Traum wie das Feuer, wirbelnde Glurak. Designer, Brille, Gold, Kette, Drippe, so wie Tour Talk. Mache mir auf Bruder, doch sind Schlangen, so wie Abort. Lasse Gegner alle zittern, nenn mich Zapdos. Bewege die Massen genau, so wie Machomai. Doch wenn die Bullen eintreffen, verschwind ich mit dem Fluchtseil. Nach ner Schelle gehst du schlafen wie Relaxo. Jedes Chick will mich haben wie Pikachu. Oh. Also Digga, irgendwie ein bisschen cringe, aber... nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht, Bro. Auf gar keinen Fall schlecht, Digga. Ah, Luca! Digga, der erste Rapper und ich muss wirklich sagen, das war sehr stabil. Das ist der Deal. Ich lehne mich jetzt sogar noch sehr weit aus dem Fenster und ich sag, das war sogar ein Rap, wo Trimax sagen würde... Was? Wenn's heute so weitergeht, mach schon eine gute Episode. MC Tampon, Ghetto Life. Oh, Bruder... Nee. Also hier sehen wir jetzt MC Tampon. MC Tampon hat sehr große Ohren, fällt mir gerade auf. Holle? Ah, doch nicht. Ghetto Life, Ghetto, Ghetto, Ghetto Life. Asim ist der Name und ich bleib dabei. Sagst du was Falsches, baller ich mit Blei. Ghetto Life, Ghetto, 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 Ghetto Life. Ghetto Life, Ghetto, Ghetto, Ghetto Life. Bruder, wilder Übersteiger! Und auf den Schock erstmal rein in die Werbung. Mein RTL. Jeder Übersteiger. Und auf den Schock erstmal rein in die Werbung. Mein RTL. Mein heutiger Kooperationspartner lautet Stereo. Und das Beste daran ist, dass ich morgen um 19 Uhr meine erste eigene Live-Show dort habe. Mit Junge, warum macht auch schon wieder jeder YouTuber und Influencer Werbung für den Scheiß und kriegt Kohle, außer ich? Es ist immer das Gleiche, Mann. Immer. Nie bin ich dabei. Nie wollen die mich haben. Ein Co-Host. Lazzo? Wir werden über verschiedene Themen sprechen, wie zum Beispiel... Schon mal einen Dreier gehabt? Danke, Dog. Und das Highlight dieser App ist, dass ihr interaktiv per Sprachnachrichten dran teilhaben könnt. Sascha, du bist der Beste. Piss dich, du. Aber ein paar werden sich jetzt fragen, ja gut, was soll denn jetzt Stereo sein? Stereo ist eine Plattform, auf der es Live-Shows gibt, wie zum Beispiel Nico und meine morgen. Ah! Bei der es euch ermöglicht wird, uns direkt Fragen zu stellen, wie zum Beispiel... Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ob die Kooperation abgenommen wird, ich weiß es noch nicht. Ihr könnt völlig frei bei der Themenwahl sein, wie zum Beispiel, ihr könnt einen Talk zuhören, bei dem es um Sport geht. Was ist mit Hype-Sponsor? Bruder, wie soll ich das erklären? Die sind insolvent gegangen. Ich weiß auch nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Da will mich einmal jemand haben, Digga. Einmal kriege ich ein Sponsoring. Patz direkt 2 Monate später insolvent. Vielleicht ist das der Grund, warum ich keiner haben will. Freunde, was geht ab? Ich bin's. Schon mal ein Dreier. Bei dem es um Comedy geht. Bei dem es um Business geht. Sobald ihr euch die App über meinen Videolink heruntergeladen habt, folgt ihr mir automatisch. Danke, Mann. Ladet euch jetzt die Stereo-App über den Link in meiner Videobeschreibung runter und verpasst morgen auf gar keinen Fall die erste Live-Show mit Nico und mir. Mein RTL. G steht für Gönn und H steht für... Hallo Leute, das hier ist eine kleine Bewerbung für DSDS 2021. Luca, sehe ich aus? Luca, sehen wir aus wie DSDS 2021? G63 AMG, weißer Schnee, G63 AMG, weißer Schnee, G63 AMG, weißer Schnee, Zirki und Ricky sind gute Jungs. Ey, ganz ehrlich, Chat, guck mal, bei solchen Sachen, auch allgemein so DSDS und sowas,
als ob der Typ das ernst meint, Chat. Der will doch einfach nur, der weiß, er ist beschissen, er kann nicht rappen, er kann nicht singen, der will doch einfach nur Aufmerksamkeit und ins Fernsehen. Quatsch mich doch nicht voll, Digga, dass der Typ wirklich denkt, er kann rappen. Nie im Leben. Vor allem, Digga, ich frag mich dann auch immer, sagen wir mal, kann ja sein, Bruder. Der meint es voll ernst und so, der will da voll durchstarten und der denkt wirklich, er ist gut, okay? Bevor der zu DSDS ins Fernsehen geht, rappt er Minimum einem Freund oder seiner Mutter oder seinem Vater irgendwas vor. Und spätestens dann kriegt er zu hören, dass er nicht rappen kann, Digga. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass solche Leute das ernst meinen. No joke. Du gönnst nie. Junge, ich gönne dem alles, Digga. Ich hoffe, der wird erfolgreich. Aber Bro, sag mal ehrlich. Hä, der ist voll gut. Ja, okay, Chat, tut mir leid. Ich bin auch einfach jemand, der gönnt anderen Leuten nicht. Und ich möchte einfach nicht, dass andere Leute Erfolg haben. Jetzt ist es raus. Ich bin nix Gönner. Jetzt ist es raus. Weil ich selber nicht rappen kann, sage ich zu anderen Leuten, die es drauf haben, dass sie es auch nicht können. Es ist raus, Digga. Ich bin einfach ein fucking Hater. Ein Hater. Fand ich persönlich nicht schlecht. Ich kenne aber jemand, der das Ding bewerten kann, der sogar Erfahrung sammeln konnte in der Jury von DSDS. Bitteschön. Sascha, Bruder, hier ist der Moment, wo ich ausraste. Gefallen, gefallen, gefallen. AMG, Schnee, dies, das. Es reicht langsam, Sascha, es reicht. Aber bei DSDS hätte er von mir die Goldene bekommen. Danke, Pietro. Bist der Beste. Wisst ihr, und dem kaufe ich auch einfach ab, dass er es ernst meint. Der dreht auch ein geiles Video dazu, dem nehme ich es einfach ab, Digga. Okay. Luca, sag mal, wirst du schon wieder bezahlt oder was? Release 11.12. Streaming ab 0 Uhr, Musikvideo 15 Uhr. Jungs, alles Gute zum Release vor 3 Monaten. Nee, da muss ich wirklich sagen, heftiges Ding, auch der Wagen im Hintergrund auf Monte angelehnt. Von der Verlierung her. Monte, bitte kein Strike. Sascha, Digga, das gibt einen Strike, du Hund. Wir sind wie Bonnie und Clyde und hoffentlich bald zusammen vereint. Fliegen irgendwann Richtung Copacabana und tanzen wie Romeo und Juliette von Loredana. Einfach schon über 4 Monate ein Paar. Ich bin dir für alles so krass dankbar. Also entweder ist es ganz hier ein Riesenscherz oder Luca verwendet mittlerweile auch... Der hat aus dem Herzen gerappt, Chat. Der Bruder hat aus seinem Herzen geredet. Meine Plattform als Werbeplattform. I love out now. Luca, gib mal 50% ab, du Hund. Ich mach 5 Minuten ein Beat, du studierst 8 Jahre. Du hast mies lange an deinen Text gesessen, das ist wirklich schade. Bro, warum redest du von deinem Leben, wenn dich keiner gefragt hat? Vielleicht ein Grund, dass dich danach einfach keiner gefragt hat. Ich hab Sachen aus der Schule geklaut, nicht weil ich sie gebraucht habe. Einfach weil ich dir was klauen wollte, diesen Missgeburten. Deine Lehrerin hatte Beine wie Thaddeus, als er Burger gegessen hat. Was? Meine Lehrerin hatte Beine wie Thaddeus, als er Burger gegessen hat. Wild. Ich weiß jetzt nicht, wo sich da die Reimketten irgendwo versteckt haben in dem Part von dem Kollegen. Aber ich muss wirklich heute eine Sache sagen. Ich werde heute rein rap-technisch von den Newcomern nicht enttäuscht. Gib mir dann nochmal ein Feuer. Wickel dein Vater dann heuer. Wieder komplett raus. Jungs, ihr... Hey Chat, wisst ihr, was mich das Ganze erinnert, Digga? Was eigentlich noch viel trauriger ist. Mein 500.000 Abonnenten-Special. Kommt bald online, Chat. Ich bin gemixt und gemastert. Ist in Produktion. Ihr seid meine Lieblingsstreamer. Also, ich finde, ein Homie kann dir was geben, was dir ein Girlfriend nicht geben kann. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lehramtbasis ein Abonnement für uns da lassen. Hooper, Booper. Kuss und Gruß geht auch nochmal raus an Stereo. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Mal ganz ehrlich, Chat, wer... Hey, was soll denn das? Junge, hab ich mich gerade erschreckt. Gottverdammte Scheiße. Das möchte ich mir jetzt nicht angucken, Digga. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Mal ganz ehrlich, Chat, wer von euch guckt noch Fernsehen, Digga? 2 in Chat, wenn ihr noch Fernsehen guckt. 1 in Chat, wenn ihr gar kein Fernsehen mehr schaut. Leck mich am
meinem Arsch, Sascha! Das gibt einen Strike! Meine Pantadose ist gerade umgefallen, gottverdammte Scheiße. Ich hab's jetzt irgendwie gar nicht verstanden. Was war da jetzt großartig falsch? Zwei... Alles wieder heiß. Mal ganz ehrlich, Chat, wer von euch guckt noch Fernsehen, Digga? Ja, wer guckt noch Fernsehen? Zwei in Chat, wenn ihr kein wenn ihr noch Fernsehen guckt. Eins in Chat, wenn ihr gar kein Fernsehen mehr schaut. Hä? Was? Zwei in Chat? Chat, wenn ihr kein wenn ihr noch Fernsehen guckt. Zwei in Chat, wenn ihr noch Fernsehen guckt? Eins in Chat, wenn ihr gar kein Fernsehen mehr schaut. Junge, da war doch nichts falsch. Junge, der hat es einfach selbst verkackt. Das ist doch nicht mal falsch. Das ist doch nicht mal falsch. Ich ruf den jetzt an. Das dreckige Arschloch. Sascha. Ghetto. Ich bin gerade live. Ghetto live. Ghetto. Ghetto. Ghetto live. Was ist? Freundchen, jetzt erklär mir mal. Du bist was? Blei? Ich bin grad... Lautsprecher? Ja, bist du. Ey, Chat. Eins in den Chat, wenn ihr kein Fernseher schaut. Und zwei in den Chat, wenn ihr kein Fernseher schaut. Junge, guck dir den Clip doch mal gescheit an, du Arschloch. Da war nichts falsch. Du machst einen Clip rein, weil du denkst, ich mach was falsch, aber du bist der PP-Ger, weil da nichts falsch dran war! Und, Digga, hättest du keine Maske, du wärst so am Arsch, man. Die Leute an der Kasse, wenn du da stehen würdest, die würden sich denken, oh mein Gott, das ist der Trottel, der keine Ahnung hat. Jetzt hörst du mir mal. Der liegt mir immer ins Gesicht auf, das war das letzte Mal, als ich den Bastard angerufen hab! Ey, Chat, hört mir jetzt zu. Trimax macht einen Boxkampf, oder nicht? Trimax veranstaltet eine Boxveranstaltung. Sascha, ich versohl der nackten Hintern. Ich will gegen Sascha kämpfen. Mit Maske ist mir scheißegal. Den strike ich sowas von weg. Jetzt ruft er mich nochmal an. Sorry, jetzt. Ich hatte gerade einen Aussetzer. Freundchen, zwei ja. Sachen, okay? Jetzt bist mal still und hörst mir zu. Okay. Erstens. Ja. In dem Clip war nichts falsch. Ich habe das präzise gesagt, mich präzise ausgedrückt. Mein Chat kann es bestätigen. Okay. Du hast dich da einfach vertan. Oh, bin ich was lost? Ja. Dann mache ich am Sonntag wieder Gutmachung, ja? Was ist am Sonntag? Sonntag. Was ist am Sonntag? Am Sonntag ist Sonntag. Sascha, zweite Sache. Ich möchte gegen dich kämpfen beim Trimax-Event. Ich versohl deinen nackten Hintern. Ey, Junge, wirklich. Moji, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal gesehen und so, ne? Wir sind vom Körperbau ein bisschen gleich. Aber in welcher Welt bin ich denn vom Körperbau gleich wie du? Deine Dehnung. Junge, guck mal in meinen Stream rein. Siehst du das Schätzchen hier? Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist gar nichts, das ist einmal 5 Kilo Katzenklo-Dinger-Streu hochschleppen in die Bude und das war's. Sascha, du bist ein Klappergestell. Ich weiß gar nicht, was du mich jetzt hier körperlich... Also, ganz ehrlich, ja. Sascha, wir können gerne diskutieren über viele Sachen, aber körperlich kannst du mir nicht annähernd das Wasser reichen, damit es klar ist. Doch, weil, schau mal, das Ding ist, es ist eine Sache, irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auf Dünnfett zu haben, aber es ist die andere Sache, sich zu bewegen wie kein PP-Ger. Und du bist vom Körper, das sehe ich dir einfach an, von der Art, wie du gehst, der größte PP-Ger. Du wirst über deine eigenen Beine stolpern. Und du willst mir sagen, du bist eher so der sportliche Typ? Nee, sag ich nicht, aber... Aber eher der Boxer, oder was? Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung. Erfahrung? Meine eigenen Beine. Wo hast denn du Erfahrung, Sascha? Wo? 2 Jahre Kickboxen. 3 Jahre Taekwondo? Ist nichts. Taekwondo ist auch das, wo... Ja, der kommt doch her! Komm doch her, Sascha! Taekwondo ist auch das, wo der Trainer vorne schreit und du pullst ihn zurück an. Irgendwas mit Dose und so. Und dann am Ende des Tages kriegst du einen schwarzen Gürtel, wenn du so ein Holzbrett durchschlagen hast. Das ist Taekwondo. Richtig. Und es reicht für dich Klappergestell aus. Okay. Du siehst aus wie mein Zigarettenstummel. Okay. Du siehst aus wie die Gottesanbeterin. Mhm. Ich verputze dich zum Frühstück. Okay. Ich mach Schaschlik aus dir. Was machst du aus mir? Schaschlik. Schaschlik? Hast du mich schon verstanden, Freundchen. Okay. Kennst du Mikado, das Spiel? Also, ich sag dir halt eins, Moji. Rein theoretisch, wenn der Kampf stattfinden würde, ich würde dich so fertig machen, dass wir dich am Ende von dem Turnier
als Katzenfutter deinen Katzen geben können. So bist du danach. Sascha, weißt du, was passiert, wenn ich gegen dich im Ring antrete? Was? Jetzt hab ich mal dein Gesicht aufgelegt, Sascha, hä? Mit meinem verkrüppelten Daumen, Sascha. Mit meinem verkrüppelten Daumen würde ich den Arschbohrer geben. Mit meinem verkrüppelten Daumen.